So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Ihr seht, wir haben wieder ordentlich eingekauft. Und zwar testen wir in dem heutigen Video den lieben Rashford, der nicht unbedingt Peanuts gekostet hat. Wir haben knapp 7,3 Millionen für ihn hier ausgegeben. Bin ich sehr gespannt. Habe ich dieses Jahr noch kein einziges Mal gespielt. Dann haben wir Martinelli und Saka auf dem Flügel. Coole Karten mit viel Defensivbewusstsein bzw. defensiven Werten. Da werden wir mal schauen, was die so können. Und in der Innenverteidigung eine Top-Innenverteidigerkarte mit Varane und knapp 2 Millionen, die wir gezahlt haben. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Weekend League Highlights. Let's go! Oh, Ruben Diaz. Kane, okay. Schauen wir doch mal, was der Gegner kann. Ja, das geht doch von ganz alleine, wenn man da vorne einen R9 hat, ne? Schön gespielt. So, hier einmal. Boah, schönes Dribbling. Irgendwie. Nein, das sagen wir nicht. So ehrlich müssen wir zu uns sein. Schönes Ding war dran. Saka gefällt mir gut. Saka gefällt mir sehr gut. Clean wollte ich schon sagen. Hält er gut. Boah, Außenrisspass aus der Hölle. Außenrisspass aus der Hölle von Zinnen Zieden. Wow. Oh, schön. Oh, Rash the Bam Bam. Überragend. Geil. Schöner Elastico. Ja, das ist die Konstanz. Das ist der Konstanzunterschied. Das ist die Konstanze. Der Unterschied zwischen einem Joel Linton im Sturm. GG's. Klappbaren Handys umstellen können. Schönes Team. Gut, so war dran. Sehr schön. Zweite gute Aktion. Oh, Varane. Wieder Varane. Bin ich durch. Kriegst du nicht mehr. Oh mein Gott, war das gut gemacht. Abschluss. Gut gehalten. Boom, Baby. Knallt da das Ding da rein. Überragend. Schön. Der muss wirklich lernen, das zu verteidigen. Schönes Ding. Dieser sieht dann auch so gut. Oh mein Gott, Varane. Gut gemacht. Das Ding ist durch. Hoffe ich doch mal. Oder, Gegner? Ist das Ding durch, GG's? See you later. Mhm. Hat noch Food Birthday Karten drin. Nicht unterschätzen. Oh, das ist halt eine Frage, ne? Das ist halt. Ich wollte eigentlich ein Elastico machen, so ehrlich bin ich, aber trotzdem, das ist gut. Lass ich nicht zu. Varane ist da. Varane Great Shrine. Haut sogar beide weg. Oh Gott. Ist unglücklich. Ja, dass er beide wegrutscht, aber. Auf die schmerzhafte. Muss er lernen, auf die schmerzhafte Art und Weise. Das ist Timeout-Verschwendung. Schönes Tor. GG's. Werden auch irgendwann erwachsen und dann ist auch gut. Dann machen sie sowas auch nicht. Und wenn sie erwachsen sind, dann. Puh. Dann wird es alle höchste Zeit, da mal vielleicht. Müsste abseits sein. Gut so ran. Bam, rein damit. Grün und fettig. Überragendes Ding. Gut so ran. Oh Gott. Oh Gott. Was ein Sprint.
Da hat aber dann ganz doof aus der Wäsche geguckt. Ja, Lucky, sorry. Sorry, Mann. Sorry, Grieche. Tass, bist du da? Ist Tass da? Ich komme aus Weiden. Ich komme aus Weiden. In Bayern. Es ist halt, es spielt sich halt schon fast von alleine, dieses Team, ne? Also, GG's. Wenn er quitten sollte, GG's. Bis jetzt finde ich ihn wirklich gut. Oh, Eusebio und Mbappé, Alter. Pff. Ja, oh mein Gott. Wow. Gott. Nein, na, sehr schön, Varane. Also der Mann hat wirklich eine Zweikampfquote. Varane? 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 Boom, let's go. Ganz wichtig, Ballrolle und dann R1X. Es ist einfach ein Unterschied, ob die Bälle ankommen oder nicht. Es ist einfach so. Schönes Ding, erinnert ein bisschen an das Tor von Olic. Und Varane ist Endstation. Boah, also wenn du einen Captivier ins Schwitzen bringst mit einem Sprint, dann heißt das was. Weil ich finde persönlich, Captivier ist mit einer der Spieler, die am schwersten zum Überlaufen sind. Also stark von Saka. GG's. So schiefe Zähne bekommen. Aber sonst wünsche ich dem nichts Schlechtes. Varane. Oh mein Gott, den kann man nicht halten, Courtois. Den hält man nicht einfach so. Bis 2 Meter groß. Darauf ein bisschen, bis du auf den Boden kommst. Jetzt aber. CR7 wollte ich schon sagen. Ronaldo. Gut, so Varane. Oh Gott, das ist scheiße mit den Eckbällen, wirklich. Das ist so nervig mit den Eckbällen. Oh mein Gott, Varane. Boom, überragendes Ding von R9. Schön. Puh, knallt er das Ding da rein, ey. Oh, Varane ist so clean. Wirklich, so clean. Ich hatte noch nie so viel Luck bei Toren wie mit R9. Ich hatte wirklich selten so viel Glück. Nur mit Mbappé hatte ich ansatzweise mal hier und da solche Bälle. Aber R9 ist ja deutlich schlimmer als Mbappé. Mit dem Auge. Schönes Teil. Guten Tag, Baker. Moin, moin. Frank, grüße dich. Hi. Yes! Let's go! Ja! Varane, richtig. Yes! Yeah! Schön! Oh mein Gott, ist das ein verbuggtes Scheißtor. Wow, ist das ein Kacktor. Boom, let's go. Ui. Da ist er nochmal rangekommen. GG's. Fertig, Glück gehabt. Ja. Gut, Varane. Krieg ich den? Ja.
Gut gehalten. Ja, das ist halt der 9, ne? Bist du durch? Bist du durch? Gut gemacht. Aber wir haben einen Varanda, der da nichts anbrennt. Boah, Tor hat gelenkt, Glück gehabt. Abfahrt! Oh, sorry, Mann. Bitter für ihn. Bitter für ihn. Müssen wir den Sorry-Jubel raushauen. Sorry. Kurz und knappig Feedback zu den Spielern. Also Rashford, keine schlechte Karte. Definitiv nicht. Viele Tore hochgeschossen. Fühlt sich sehr beweglich an. Also ich dachte, er fühlt sich vielleicht ein bisschen klumpiger an, aber war ziemlich beweglich. Aber ich bin da überhaupt nicht einverstanden mit 7 Millionen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Karte ist für mich maximal eine Karte, für die 2 Millionen zahlt. Wenn überhaupt. 2 Millionen, Max-Grenze. Nicht mehr, nicht weniger. Aber wenn ihr sie gezogen habt oder wenn ihr sie euch kaufen wollt, macht es. Ne, wenn es auch Spaß ist, aber zum Spielen, der ist jetzt nichts für mich. Würde ich nicht spielen, weil es einfach Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt. Dann haben wir Martinelli und Saka. Von den beiden Spielern hat mir definitiv Saka besser gefallen. Der hat wirklich sehr, sehr geile Defensivakzente und fühlt sich auch nochmal ein bisschen schneller an als Martinelli, obwohl der 98 Tempo hat. Also ich gehe hier auf jeden Fall mit Saka, falls ihr euch den holen wollt. Nehmt ihr mit. Dicke Empfehlung. Sehr starke Karte. Und Varane als Innenverteidiger. Top-Karte. Wirklich top-notch. Also ich würde ihn also auch als S-Tier einordnen. Sehr, 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 sehr stark. 2 Millionen. Kann man dafür zahlen. Ich würde sogar mehr zahlen für die Leistung, die er gebracht hat. Gut, Freunde. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und dann testen wir im nächsten Video vielleicht mal den Salah. Oder gucken wir mal, was dran kommt. Haut rein. Tschüss. So.